Dadurch, dass gestern bereits am einen oder anderen Ort Halloween gefeiert worden ist und heute Kinderscharen mit ihren Rabenlichtchen durch Zürich ziehen, weiss man, das Jahr geht langsam aber sicher am Ende zu. Für die FCZ-Fan ist klar, bis wir den Jahreswechsel ansteuern, will man noch ein paar Punkte auf dem Tabellenkonto vom Stadtclub. Die nächsten warten dann bereits schon gegen den FC Thun. Natürlich immer so, wenn eben viele neue Spieler dazukommen, müssen sich alle zuerst kennenlernen. Und eben auf dem Platz stimmt dann sicher auch nicht alles zusammen. Aber von der Qualität her haben wir eigentlich sehr gute Spieler. Und in den Trainings sieht es auch immer gut aus. Wir müssen einfach eben probieren, jetzt mal in den Match einfach die Goal schießen. Das ist einfach das, was. Ja. Wir wollen jetzt schon noch schauen, dass wir den einen oder anderen Match gewinnen können, damit man kann sagen, ja, im Grossen und Ganzen muss man zufrieden sein, wenn man sieht, was alles passiert ist beim FCZ in den letzten Monaten. Mit all diesen Wechseln, viele Junge, die gekommen sind, aber es braucht jetzt noch ein paar Spiele, wo man wirklich den einen oder anderen kann gewinnen kann, um zu sagen, da, auf dem lässt sich aufbauen für die Zukunft. Das ist im Moment noch zu wenig, aber es ist ja noch nicht fertig. Wird ein Kampf, weil die gehen. Die Elf sind eine Mannschaft, die kämpfen füreinander und spielen daheim auf dem Kunststall. Das ist sicher auch ein Vorteil. Der Platz wird schnell und ich denke, wir haben jetzt die Woche auf dem Kunststall trainiert, um das auch ein bisschen einstimmen. Und wir müssen einfach den Kampf annehmen. Es geht wirklich um den Kampf. Kein Gegner ist einfach in der Super League, würde ich mal sagen. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir in Thun gewinnen können und dann können wir Serie starten, daheim gegen Luzern und daheim gegen Servet. Frage, der Wille, der ist da, das Potenzial auch. Jetzt fragt man sich nur noch, wie bringt man die Trainingseinheiten auf die 90 Minuten auf den Spielplatz? Vielleicht wird das Geheimnis gelüftet, jetzt am Wochenende gegen den FC Thun.